Hallo ihr Lieben, heute ist uns etwas extrem Seltsames passiert. Ja, ungewöhnlich, seltsam. Sowas hatten wir auch noch nie erlebt. Also würde ich sagen, am besten zeigen wir euch einfach, was passiert ist. Ja. Reden gar nicht lange um den heißen Brei herum und es geht auch sofort los. Aber bevor wir anfangen, haben wir noch eine Challenge für euch. Schafft ihr es in 3 Sekunden? Den Daumen hoch schlagen, die Glocke anzuschalten und zu abonnieren, wenn ihr es geschafft habt. Schreibt Farben in die Kommentare, wenn ihr nicht schreiben könnt. Macht ein Fragezeichen-Emoji in die Kommentare und jetzt legen wir mal los. Oh ja. Ja, gerne. Ich liebe grüne M&M's. Das sind meine Lieblings-M&M's. Oh, die blauen sind meine Lieblings. Was für ein Zufall, dass genau unsere Lieblingsfarben hier sind. Ich liebe grüne M&M's. Ich auch. Mmh. Mmh, das. Die haben aber einen komischen Nachgeschmack. Hm. Merkst du das? Ja. Sag ich mal was Komisches. Eva, du siehst grün aus. Du siehst blau aus. Du bist total blau im Gesicht. Du ja grün. Ach du meine Güte. Bist du krank oder was? Ach du meine Güte, Eva. Bist du allergisch gegen M&M's? Ich habe keine Ahnung, was hier passiert ist, aber die haben einen ganz komischen Nachgeschmack. Und du bist total... Was ist jetzt für ein Schlumpf? Ach du meine Güte, was ist denn hier passiert? Was machen wir denn jetzt? Die müssen auf jeden Fall weg, die können wir nicht essen. Oh mein Gott, Amy, der Game Master! Amy, der Game Master hat uns grün und blau gemacht. Oh mein Gott, und wie können wir denn jetzt wieder zurück zu unserer normalen Farbe? Ich glaube, wir müssen... Ian, komm mal ganz dringend. Oh, nicht erschrecken. Okay, was ist hier passiert? Ich weiß, ich bin ein bisschen alt und ich kenne die neue Fashion Trends nicht, aber das Schminke, ganz blau oder ganz grün, cool. Ian, das ist keine Schminke. Die M&M's haben uns so gemacht. M&M's, deine Lieblingssüßigkeiten. M&M's? Nein. Willst du M&M's nicht teilen? Typisch, typisch. Bleib hier. Ian, komm! Nein! Wir können dir die M&M's nicht geben. Bitte iss sie nicht. Die Ava hat die blauen gegessen, ich die grünen und jetzt ist die Ava blau und ich bin grün und... Ja, die sind giftig mit Farbe! Hast du eine Idee, wie... Ihr habt das gemacht mit Absicht. Nein! Ich glaube, das war der Game Master, der ist reingekommen. Was hätten wir tun? Ich muss an das denken. Ja, denk mal. Nein, niemals! Nein. Das reicht doch! Auch grün sein oder blau? Du musst nicht. Wir brauchen einen, der noch normal aussieht. Was wollen wir in den Supermarkt fahren und gucken, ob wir irgendwas finden, irgendein Gegengift oder so? Vielleicht Gute können wir auch in der Apotheke anhalten. Ich glaube, die Apotheke. Ich glaube, das hat mit Halloween zu tun. Ian, bitte. Hier, die ständig krabbelt. Aber ich liebe M&M's. Tut mir leid, Papa. Ich muss die in den Mülleimer schmeißen. Wie haben die geschmeckt? Die sind so sauer. Die magst du nicht. Ja, die haben voll den sauren Nachgeschmack. Ist das nicht Halloween jetzt im Moment? Ja. Saures. Und ich glaube, was wir brauchen ist... Süßes oder Saures? Das auch. So, wir müssen zum Geschäft gehen, etwas Süßes kaufen und mehr M&M's für mich. Los. Dann auf, nicht sitzen bleiben. Ja, M&M's kaufen. Nein, wir sind... I mean, etwas für euch zwei kaufen. Willst du das nicht für immer ein Schluck bleiben? Ich hoffe, wir finden im Geschäft ein Gegenmittel. Drückt uns die Daumen. Und alle gucken ganz komisch, weil wir so bunt im Gesicht sind. Das ist mir voll peinlich. Aber wir können es ja kaum lassen. Baby, es tut mir leid, aber diese Donut hat fast die gleiche Color wie dein Gesicht. Wir müssen irgendwas finden, was hoffentlich uns hiervon befreit. Oh mein Schumpf hat den Schlumpf.
Und ich sehe aus wie eine Hexe. Ich versuche mir hier den Kopf zu zerbrechen. Leute, ich habe eine Frage. Es tut mir leid, aber könnt ihr vielleicht ein bisschen hinter mir stehen? Es ist echt peinlich neben euch zwei heute. Echt peinlich. Oh Ian, nee, das ist uns schon peinlich genug. Entschuldigung, wir sind nicht zusammen. Wir sind verheiratet. Nein, wir sind nicht zusammen. Ich fühle mich irgendwie so sauer, dass ich so grün bin. Und ich habe das Gefühl, ich brauche irgendwas Süßes, um das wieder zu kurieren. Ich hör auf. Denkst auch, wir brauchen was Süßes? Warte, soll ich jetzt was Gelbes haben? Ich meine, was Grünes, weil Blau, das Gelbe ist ja grün. Oder was Lilanes, weil... Das ist eine gute Idee. So, du brauchst etwas, das süß ist und... Blau und süß ist und grün. Ah, süß und grün und süß und blau. Okay. Süß und grün. Götterspeise, Ava. Das könnte bei mir helfen. Mehr grün. Aber süß und blau, das wird schwierig. Ich hab hier was Süßes. Okay, aber ich glaube, ich brauche noch was. Oh Mann, jetzt wünsche ich, dass der wäre blau. Ja, aber so einfach geht das auch nicht. Wir müssen uns da wirklich Gedanken drüber machen. Was hast du noch Blaues? Fondant gefunden, oder wie immer das heißt. Fondant, ja, der Fondant. Ist sehr süß, genau. Und okay. Streusel. Willst du auch ein paar Streusel? Ich glaube, ich brauche auch bestimmt drei Sachen. Wir müssen uns bestimmt so eine Zaubertextur zusammenstellen. Also jetzt haben wir beide zwei Sachen, brauchen noch eine und dann sind wir hoffentlich wieder Normalfarben. Und das nochmal mit Zuckerschrift mischen, dann wird es nochmal was. Okay, ich habe Blau und da ist noch Grün dabei. Gut. Dann haben wir alle drei Sachen. Ich hoffe, dass unsere süße Mixtur uns zählt, weil ich will nicht für immer im Schlumpf bleiben. Kriegst du da was ab, ja? Ja. So, ich glaube, das ist genug. Ein paar Streusel. Noch die Zuckerschrift. Kommt überhaupt was raus, ja, ne? Ja. Zeig mir noch mal dein blaues Gesicht. Und dann iss mal, ob es funktioniert. Avi, du bist nicht mehr blau. Oh, es hat funktioniert. Jetzt muss ich ja noch meins machen. Hier ist mein Wackelpudding. Okay. Da mache ich jetzt zwei Löffelchen hier rein. Hast du jetzt die Streusel drauf? Ja. Okay. Hier die Streusel. Die Zuckerschrift. Jawohl, die kommt jetzt auch noch. Hier ist wow, die Zuckerschrift. Wow, sieht interessant aus. Ich hoffe nur, dass mein grünes Gesicht weggeht. Okay. Ich gucke nicht auf wie eine Hexe. Also, ich habe jetzt hier... Ah, der Wackelpudding, der will gar nicht. Okay. So einen ganzen Löffel. Ja, und rein. Mhm. Sehr süß. Okay. Und? Du bist wieder normal. Du bist jetzt nicht mehr grün. Yay, wir haben es geschafft. Ian. Wir müssen es dem Game Master heimzahlen, oder? Mhm. Und zwar, glaube ich, weiß ich, wie er das gemacht hat. Raus mit der Sprache. Nein, das ist mein Geheimnis. Ich habe die im Schrank gefunden. Okay. Und die geben wir dem Game Master zu essen. Mal gucken, was passiert. Also, wir brauchen jetzt hier auch eine Schüssel. Welche nehmen wir? Ah, die Rosa, eine gute Idee. Ja, das denke ich ja bestimmt nicht, das wird gefährlich. Mhm. So, und wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich habe von meiner Uroma hier noch ein bisschen Zauberpulver. Und wir probieren jetzt mal was aus. Und ihr guckt, ob das funktioniert. Okay, sehr gut. Es fehlt aber noch eine Zutat. Und zwar, Avi muss da noch Gold drauf. Okay. Sonst kann das nicht funktionieren. Das Gold aktiviert den Zauber. Fertig. Oh. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis der Game Master... kommt, ob er noch mal kommt. Komm, bring's einfach schon mal ins Wohnzimmer. Ja. Der Game Master kommt bestimmt gucken, ob wir alles gegessen haben. Mhm. So, perfekt. Wir verstecken uns hier in der Ecke. Okay. Okay. Er ist gar nicht da. Trotzdem. We'll be right back.
nicht glauben. Der Zauber, den ich hatte, der hat funktioniert. Aber wir müssen euch natürlich noch was sagen. Der Game Master ist nicht echt. Also müsst ihr gar keine Angst haben. Und wir haben uns natürlich auch nicht in andere Farben verwandelt. Wir hoffen, dass ihr trotzdem Spaß mit unserem Video hattet. Ja. Lasst uns doch bitte einen Daumen nach oben da. Hier unten gibt es noch 2 Videos von uns, die ihr euch auch angucken könnt. Und wir sehen euch dann beim nächsten Mal. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Ob wir dann wieder grün und blau sind? Oh, dun, dun, dun.